herzlich willkommen bei unserer Fahrt nach Barcelona. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg von Cannes nach Barcelona. Warum Barcelona? Weil die Frau AS möchte gerne ins Corgi-Café und in Barcelona gibt es einen Corgi-Café und das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, wenn wir schon hier unten sind, dann fahren wir da jetzt hin. Also es sind 6 Stunden Fahrt. Wir sind um 10 Uhr leider erst losgefahren. Eigentlich wollte ich schon um 8 Uhr losfahren, aber leider Gottes, ich weiß nicht warum, ich bin ja ein mega Frühaufsteher, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf. Das klappt auch eigentlich ohne Wecker, aber ich stelle mir natürlich trotzdem den Wecker. Aber ich habe es hier in Frankreich schon geschafft, glaube ich 2-mal oder sogar 3-mal, ich bin mir nicht sicher, nee, ich glaube 2-mal den Wecker nicht zu hören. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt eben erst um 10 losgefahren, sind dementsprechend auch erst um 17 Uhr, wenn alles gut läuft, in Barcelona. Und ja. Gut Fahrt, gut Tank und gut Motoröl. Harrison, good sleep. Mudisen, good Fahrt. Also jetzt hier auf dem Weg nach Barcelona diese Raststätte gefunden. Mega viel los mit dem Starbucks und da werden wir uns wahrscheinlich jetzt wieder was ziehen. Das spart hier noch auf die Jenny, ich weiß nicht, wo sie gerade ist. Yes. Und da ist es eine Cool Lime und eine Cappuccino. Jetzt kommt aber noch ein Mokka. Ich glaube, Mokka haben sie noch vergessen gehabt. Ist ja noch nie passiert. Und natürlich noch dieser Becher hier. So, der Kleine freut sich auch. Ein bisschen laufen, ein bisschen Beine vertreten. Bisschen schnuffi schnuffi. Ob es da eine Theorie gibt oder sowas dafür. Aber seitdem wir hier sind, ist der voll am Schnuffeln. Schnufft alles. Viel mehr als in Deutschland. Vielleicht sind es wirklich so die Gerüche oder ich kann was nicht erklären. Aber er ist nur noch am Schnuffen, am Gucken, am Machen. Aber richtig toll. So, angekommen in España. Ich glaube, es sind noch so 80 Kilometer bis Barcelona. Und ich muss hier erstmal ein. Kleine Boxenstopp einlegen. Eine kleine Roomtour. Oben, erster Stock. Du musst erster Stock mit dem Fahrstuhl hoch und dann die Treppe runter. Rein, weil für dich so der erste. Hallo. Genau, let's go. Also das Parkhaus war grausam. Ist eng oder was? Total. So wie in Rom damals. So. Hier erstes. Aber immerhin Klimaanlage. Hakuna Matata, das finde ich gut. Das ist dann für den Flur? Echt, das ist der Flur? Ja? Ja, ist Flur, gell? Ist wie bei der Ecker früher in der Wohnung, gell? Weiß ich noch. Wow! Hä? Geht, oder? Die Klimaanlage. Be still, das soll ich etwas sein. Das ist das Wohnzimmer. Hä? Weiter. La Cugina. Ein bisschen Essy Pressy. Und hier ist Sacral de Familia, oder wie das heißt. Ach, ist ja krass. Ja. Na ja, und die Kirche. Die ist richtig schön, ne? Sagt man. Und hier ist Bad, auch mit Mikrofon. Ja, kann man doch machen, oder? Schon mal gut. Die Waschmaschine hat zwar ein bisschen Flugrost, aber so. Hier fehlen ein paar Fliesen. Ja, was willst du sagen? Alles drum, alles dran. Auf alle Fälle Parkhaus. Kritisch, kritisch. Aber wir leben noch. Wir leben noch, sind glücklich, sind munter. Und let's go. Ja, also hier unten haben wir noch gar nichts drüber, glaube ich, oder? Also hier geht's hoch zu unserem Apartment in der Corsega 518. 518, glaube ich, heißt das dann. Und ganz da hinten, wo das Parkenschild ist, das Parkenschild, was grün leuchtet noch, da ist unser Parkhaus. Und hier haben wir noch einen kleinen Laden, direkt so, nicht Tante Emma mäßig, aber ich denke mal so, das Klöpse kriegst du hier. Dann hier vorne direkt noch einen Burgerladen. Und die Sagrada Familia, die berühmte Kirche, die ist direkt hier links runter, die Straße. Genau. So, Tag Nummer 1 hier in Barcelona startet. Sieht man das hier? Ich schwöre, das Haus ist so laut. Bis spät nachts war ich noch den
Podcast hochgeladen habe. Es war so fucking laut. Rumpelpumpel. Dann wird an die Tür geschlagen. Wie ist das? Keine Ahnung, was hier los ist. Wo haben die so umdrehen? So aggressiv hier in dem Haus. So, aber jetzt geht's erstmal frühstücken zum Corgi-Café. Da vorne ist die. Ich muss da vorne sein. Da vorne ist die Jenny schon. Corgi-Café hatten wir uns ja gestern schon angeschaut. Ja, jetzt müssen wir warten. Machst du ein bisschen so schwer weggerannt? You see, noch keine 100 Meter entfernt von uns. Hier neben der Apotheke geht's straight away zum Corgi-Café. Vamos a ver esse. Como é que é? Chicken Bagel mit Mark. Chicken Sandwich. Sieht man es im Hintergrund? Im Hintergrund hat man ein bisschen gesehen, die Sagrada Familia. Aber bevor wir uns das alles mal anschauen, also wir gehen nicht rein. Tickets kosten über 30 Euro. So what? Aber natürlich muss es erstmal ein Starbucks-Coffee sein. Das ist eh Blasphemie, genau wie in Kroatien. Deswegen hat in Kroatien auch Starbucks nicht funktioniert, weil die Kroaten einfach eine andere Kaffeekultur haben. Aber mal gucken, ja, Starbucks. Schmeckt überall gleich komisch. Auch jetzt wieder nur von hier betrachtet, du kannst es eigentlich gar nicht verstehen, wie das gebaut ist oder gebaut wurde vielmehr. Also es sieht einfach nur krass aus, dieses Gebäude. Also später gehen wir davor, dahinter, wie auch immer von der Seite und machen ein paar andere Shots, aber das sieht einfach krass aus. Guck jetzt nochmal, wie dir mein Rucksack hier voll macht. Eine riesen Beule. Da habe ich schon selber eine Beule wie der Glöckner von Notre Dame. Ich glaube, es geht auch nicht zu. So, jetzt haben wir hier im Starbucks eingecheckt. Da drüben die Sagrada Familia. Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Plan? Sagrada Familia. Von links, von rechts, von hinten vorne anschauen. Von vorne reich, würde ich sagen. Und dann müssen wir zum Parkhaus. Weil wir haben hier eine View auf die Sagrada Familia. Ja, von der Toilette aus. Und dann, was machen wir dann? Dann fahren wir wohin? Hard Rock. Müssen wir da fahren? Okay. So, es kam gerade eben aus der Regie. Nichts links, nichts rechts, nicht hinten gucken. Wir gucken nur von vorne. Because wir haben so viel anzuschauen heute. Aber nochmal, es ist nicht zu verstehen, was das für ein Gebilde ist, ne? Nur was für Formen, was für Ecken, Kanten. Es ist einfach krass.
So, jetzt sind die beiden hier in diesem Souvenirshop verschwunden. Mal gucken, was sie alles wieder mitbringen hier. Das ist direkt hier am Corner, so Sagrada Familia. So, jetzt gehen wir mal in unser geiles Parkhaus hier. Zuerst mal einen Code eingeben. Jetzt hier irgendwie durchquetschen. Das ist so tight hier. Andere würde sagen, wahrscheinlich, das ist noch großzügig der Platz. Aber mit einem SUV ist schon ein bisschen differente. Vor allem die Zahlen sind oben 29,30 und hier unten ist die 28. Ich kapiere es einfach nicht. Also ich weiß nicht, was hier los ist, aber das ist so mega busy hier. Und es gibt hier noch offiziell die Panflötenspieler. Back to the 90s, Alter. Aber authentisch wäre noch ein Poncho. Alter, also ich hoffe so sehr, dass wir hier ohne Probleme durchkommen. Ich kann mir das nicht vorstellen, da ist das die Stadt, Alter. Meine Schwester, die Lilly, hat richtig gesagt, das ist das Moloch. Also das hier ist der Plaza Catalunya. Ein Riesenplatz, der halt eben sagt, dass es zu Katalonien gehört. Was weiß ich, Alter, ich bin kein Fremdeführer. Was soll ich hier reinschwitzen? Wir können einmal querfeld ein. Ja, weil das Hardrock ist da vorne, wo der rote Bus steht. Und hier ist das Hardrock Cafe. Aber stehen die da jetzt an? Du willst aber hier nichts essen, oder? Einfach nur in den Rockshop. Ja, bitte. Sind wir denn hier gelandet? In der Schokoladenfabrik. Echt krass. Wo sind wir jetzt gerade unterwegs? Las Ramblas. Ramblas? Ramblas. Das ist halt ein Einkaufsspaß, ne? Shopping-Mall. Auch wenn ich kein Fußballfan bin, großartig, ne? Aber hier, der Barca-Store. Kommen wir mal rein. Ich war, glaube ich, schon eigentlich weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Hier gibt es ja so viel zu sehen. So viele Geschäfte und auch so viele alte Gebäude, sag ich mal. Ne? So Kultura-mäßig. Aber halt eben auch ein bisschen busy. Also eigentlich auch so ein cooles Ding hier, da kannst du deine Handycases customizen. Mit so einem Strap und was weiß ich denn. Die Farbgebung, dies, das.
Also in 20 Minuten können wir dann deine custom-made Handyhülle dann abholen. Ne? Sowas ist was für mich. I love custom-made. Wow. Ja, schön. Das ist die Kathedrale hier quasi, ne? Richtig schön, ey. Und da oben sind Leute. Cool, dass man da hoch kann, ey. Das ist die Hülle? Ja. Da haben wir so einen Pop-Tag, oder wie heißt das da hinten? Das kann man so rausmachen. Und dann kann man das so bauen. Und hier noch die Vorbild dazu? Ja. St. James Square, ja. Mann, Barcelona hat Zeit für Kunst. Mann. Das sind Tapas. That's why they put three plates here. Bisschen Tapitas, Tapas, Tapitas. But Jenny only... Guck mal hier mit diesem... Kannst du nehmen, Jenny? Man kann es noch nicht, doch, vielleicht kann man sehen, hier oben die Kolumbus-Statue. Genau, da haben wir quasi eine Denkmale, eine riesen Obelisk, würde ich schon sagen. Wir gucken uns das gleich mal von nahe an. Ja, Kinas, ist es nicht einfach beeindruckend, impressing, breathtaking, overwhelming, goosebumpy moment. Und das Moment ist der Goosebumpus, wenn man sowas halt eben auch mal sieht. Ne? Ist hier drüben Hafen, ne? Wow. Und hier oben ist die Seilbahn, ne? So, die nächste Destination schon gefunden, Stephanie und Co. My car. I can never imagine that. Und noch ein Gaudi Haus. Ich will jetzt hier einfach random noch mehr Häuser abfilmen. Und wer bist denn du, dass von dir hier Close-Up-Shots gemacht werden? Wer bist denn du? Close-Up-Shots? Was ist los? So, wo führt es uns jetzt hin? Casa Mila. Da bin ich mal gespannt auf diese wundervolle Casa. Und auf dem Weg soll ich ein wenig V-L-O-G-G-E-N vloggen. Gucken wir mal, weil die ganzen Happy Faces hier. Da muss man einfach mal nur random die Leute anlächeln. Sind sie voll verwirrt. Sind auch richtig verwirrt, wenn man so eine Kamera hochhält. So, das Ding ist, wenn ich mir, ich habe das eben schon gesagt, beim letzten Gaudi-Haus da hinten, wenn ich mir noch ein. Wenn ich jetzt noch ein Gaudi-Haus mir anschauen muss. Du musst dir noch einen ganzen Gaudi-Park morgen angucken, der Park Gül. Ja. Ich bin ein Banause. Das bin ich dann auch gern, habe keinen Zugang.
Also das muss man echt gesehen haben. Ne? Sucht euch eins aus, da habt ihr alle gesehen. Ich komme in die Stadt von Gaudi und du beschwerst dich, dass du dir Gaudi-Häuser anguckst. Nee, aber bei ein, zwei kann man es belassen, das ist schon das vierte. Ja, sind schon alle, oder nicht? So, jetzt hier nochmal schön von vorne komplett. Und hier vorne die Security, denkst du, was filmt der überhaupt? So, wir machen jetzt Asian Sightseeing. Das heißt einfach nur vorbeifahren und aus dem Auto raus Foto machen. Das nennt man Asian Sightseeing. So, jetzt sind wir hier in dem Parkhaus. Der Parkhaus, sag ich. Hi, wir müssen da raus. Ja, das ist unser erster Shopping-Mall, ne? Ja, kannst du das mal halten? Moje. Ah, bei euch da drüben gibt es auch ein WC, da können wir auch noch mal hin. So, wir kommen jetzt auf die Empfehlung von Mike und Sandra hierher. Auf die Terrasse von dem Arena Shopping Center, weil die gesagt haben, man hat hier so eine tolle Aussicht. Ja, jetzt sind wir hier oben angekommen. Mal gucken, ob man hier was Gutes capturen kann. Wow, guck mal, der Palast da hinten. Was ist das da? Was ist der Haus? Regierungsstil, genau. Taj Mahal. Ja, wie cool ist das denn? Jetzt machen wir, warte mal, ich mache hier gerade. Ah ja, ganz. Oh, guck mal, wie weit wir gefahren sind. Ja, jetzt machen wir hier einmal der Walkaround. Einmal ums ganze Rundell. Aha. Vielleicht gehen wir hier noch was schmammen. Maybe, maybe not. Gern, Harrison. Harrison, bitte. So, just hier oben auf dem Dach sind wir hier eingekehrt. Mar y Terra. Ladies wollen Fisch. Keine Ahnung, was es gibt bei ihr. Dies und das. Everybody is taking So, hier haben wir noch eine geile LED-Show im Center.